So, und da sind wir wieder. Ich begrüße herzlich zum 6. Saisonrennen der Formel 1 Saison von SSR. Mein Name ist Franz Schulz und ja, ich bin seit einigen Streams jetzt mal wieder zurückgekehrt. Wurde ja bis dato öfter vertreten von Hannibal Antoine mit seinem PC-Stream. Heute das Ganze wieder direkt von der PlayStation, also ohne irgendein Overlay. Und wie gewohnt das Live-Bild direkt von mir, ohne irgendein Schnickschnack. Ja, jetzt sind wir gerade, die Einfahrer ist glaube ich gerade rausgegangen. Die Information von der Rennleitung vorab schon mal bei 12 Fahrern, die auch im Moment angemeldet sind, ja, 12 Fahrer angemeldet, würde ein 100% Rennen gefahren werden, aber man sieht schon links in den Einstellungen, derzeit noch nicht alle 12 anwesend und sofern es nur 11 sind, wird ein 50% Rennen gefahren, also die Renndistanz gekürzt. Das hat sich in der Vergangenheit jetzt doch bewährt für die Spannung und den Spaß Zuschauer und Fahrer, damit das Feld in der zweiten Rennhälfte nicht einfach nur komplett auseinandergezogen ist. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen die drei Fahrer ja noch rein. Und ansonsten hat sich auch einiges getan im Laufe der Saison. Die ganzen Fahrerwechsel, die intern in der Liga noch getätigt wurden, jetzt nach einigen Rücktritten von Fahrern, nach einigen weiteren Wechseln dann halt und Neuanmeldungen, befindet sich derzeit Dennis Hebel an der Spitze der Meisterschaft von Cavallino Vapore und direkt dahinter punktgleich Steen Hunter von Cavallo Vapore. So, jetzt war gerade der zweite Fahrer nochmal raus, das war sogar Steen Hunter. Der Lobbyhost, wenn ich das richtig gesehen habe. Also scheint gerade doch noch ein wenig Komplikationen zu geben. Ja, und die beiden Teams, Cavallino und Cavallo Vapore, die führen auch die Teamwertung an. Da hat Cavallo aber noch, also das Mutterteam, noch die Nase vorn. 103 Punkte, Cavallino, das Tochterteam, nur 76. Dann Furious Racing F1 mit 43 Punkte dahinter. Auf der 3. Furious Racing besetzt auch mit Marc Rothe den dritten Platz in der Fahrerwertung. Marc Rothe, ja ein Rookie in dieser Saison, war in Monaco schon sehr stark unterwegs und konnte jetzt im letzten Rennen in Spielberg seinen ersten Sieg dann feiern. Da bin ich auch sehr gespannt, was man da heute von ihm erwarten kann. Insgesamt ja bei 5 Rennen 5 Sieger in der Saison, also sehr viel Abwechslung geboten. Ein Andy Lasagnel auch immer mal wieder mit Fehlern und dann auch mit Ausfällen, was man von ihm nicht gewohnt ist. Hatte ja eigentlich seinen Rücktritt aus der Formel 1 vor der Saison bekannt gegeben. Dementsprechend wahrscheinlich so ein bisschen, ja, das Feeling für das F1-Fahrzeug verloren. Ist ja sehr aktiv in der GT3 zurzeit unterwegs. Und dort auch, ja, sehr stark eingespannt im Kampf um Klassenerhalt in der Liga B. Sieht man dann nächste Woche Sonntag. Jetzt gerade gesehen, ja, Fahrer verlassen die Lobby, wir sind als einziges noch drin, da wird es wohl eine neue Lobby geben. Ich gehe mal kurz in den Bluescreen, ob ich schon eine Einladung erhalten habe. Und ja, Steen Hunter hat mir eben gerade eine neue gesendet. Er ist ja derjenige, der immer die Lobby aufmacht, sprich verantwortlich ist für die Einstellungen. Und irgendwas schien da gerade nicht richtig gewesen zu sein. Fakt ist, wir sind wieder drin. Und Fakt ist, es sind 11 Spieler. Da wir aber einer davon sind, nur 10 Fahrer. Ja, leider sind unsere beiden internationalen Fahrer nicht mehr dabei. So wie ich das in den letzten Rennen mitbekommen habe, fehlt da so ein bisschen die Zeit. Gerade bei unserem Japaner Gunba, der in Shanghai zum Saisonauftakt ein Wahnsinnsrennen hingeliefert hatte. Da ist die Zeitverschiebung aber jetzt doch zu doll gewesen.
Das heißt derzeit ein rein deutsches Fahrerfeld, wie man auch sehen kann. Aber ich verspreche mir sehr viel Spannung. So, und dann geht's jetzt auch auf die Strecke. Der Countdown läuft. Ich sehe zwar oben nichts eingeblendet. Aber gut. Ja, und es fehlen dann leider doch einige Fahrer, die angemeldet waren. Also einer war Tobiano Kuschel, den ich noch auf der Uhr habe, der nicht dabei ist. Und ich glaube, der andere war. Oder die anderen beiden sind dann Manuel Haus und Alexander Boja. Sonst der Rest, der angemeldet ist, dürfte vertreten sein. Ja, aber wie man schon erkennen kann, auch daran, fünf Rennen sind schon gefahren und in der Fahrerwertung führt ein oder führen zwei Fahrer punktgleich an. Da hat Hebel aber noch die Nase vorn. Aufgrund der besseren Platzierungen. Hebel nämlich zwar, also beide zwar mit einem Sieg, Hunter und Hebel, aber Hebel hat insgesamt dann die meisten zweiten Plätze eingefahren. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, er ist einmal Zweiter, einmal Dritter geworden. Wir gucken mal bei Hunter. Die Informationen haben wir fix eingeholt. Auch einmal Zweiter und einmal Dritter. Und dann kommt aber noch. Ja, dann ist echt entscheidend, dass Hebel. Nee, dann weiß ich nicht. Die sind echt punktgleich. Hebel mit einem Ausfall sonst noch. In einem Rennen ist er nicht gestartet. Ich glaube, beim Saisonauftakt war er nicht dabei. Und Hunter mit zwei Ausfällen. Also die beiden sind wirklich komplett punktgleich. Führen sie die Meisterschaft an mit 58 Punkten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Nach fünf Rennen 58 Punkte. Der Führende in der Fahrerwertung, das ist eigentlich nichts. Das sind im Schnitt etwas mehr als 11 Punkte pro Rennen und es gibt für einen Sieg 25. Und das erklärt auch, warum ein Rote, ein Mark Rote, der jetzt erst zwei oder erst ja, zwei Rennen beendet hat, in Monte Carlo leider ausgeschieden durch einen Zwischenfall in der Überrundung oder in, bei einer Überrundung und in Baku auch ausgeschieden, zwei Rennen beendet. Einmal auf dem ersten, einmal auf dem zweiten und ist trotzdem Dritter in der Fahrermeisterschaft. Also derzeit eine recht kuriose Saison. Und wir gehen, glaube ich, gleich mal auf Dennis Hebel, der hier im Haas unterwegs ist von Cavallo Vapore. Ja, sein Teamkollege David Pupka ist ja auch endlich der Saison aktiv beigetreten. Musste die ersten Rennen ja leider aussetzen. Da war ja sogar kurzzeitig die Abmeldung von Pupka aus dem Team ein Thema, wenn ich das richtig gehört habe. Meldete sich aber dann in Spielberg, also im letzten Rennen hervorragend mit einem vierten Platz zurück. Gleich mal 12 Punkte eingefahren. David Pupka. Mal schauen, wie er sich heute schlägt. So, wir haben trockene Bedingungen im Qualifying. Natürlich für Silverstone nicht unüblich, dass es hier auch eine nasse Strecke zu sehen gibt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Wetter dann im Laufe des Tages heute noch verhält. Doch vorerst können die Fahrer hier aus den Vollen schöpfen, alles aus dem Fahrzeug rausholen und wir gehen jetzt mal auf die Cockpit-Kamera von Hebel. Die fährt man eigentlich mit Vollgas durch, dann hier jetzt der erste Bremspunkt. Turn 3, Turn 4 muss man sehr eng nehmen, schwierig einzusehen. Und beim Rausbeschleunigen oft leichtes Übersteuern am Heck. Innen links den Curb gut mitnehmen, damit man auch voll auf dem Gas stehen bleiben kann für die Gegengerade hier, für die erste Gegengerade. Ah, leicht den Bremspunkt verpasst, innen leichter stehen gebliebene Reifen und hier muss man geduldig sein. Nicht zu früh aufs Gas, sonst kommt man hier links zu weit raus und die Runde ist eigentlich schon verloren.
Hat er aber gut gelöst. Noch nicht hundertprozentig am Limit gewesen sogar. Jetzt ist mir gerade der Name von dieser Kurve entfallen. So bekannt, so berühmt. Vor den Dreifach-S's hier. Gut durchgekommen. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht hundertprozentig am Limit gewesen. Und das ist ja auch schon seine Hotlap. Aber seine erste. Er fährt ja auf Supersofts. Und den Namen der berühmten Kurve reicht natürlich gleich nochmal nach. Nils McGrady mit einer 1,27,7. Ist Hebel in der Lage, diese Rundenzeit zu schlagen mit seiner ersten. Es sieht nicht danach aus. Kommt hier jetzt aus der letzten raus und ist schon bei einer 1,28,6. Fast eine Sekunde Rückstand auf Nils McGrady, der hier im Mercedes einen ersten Richtwert setzt. Nils McGrady ja in dieser Saison noch nicht zufrieden mit sich selbst. Kann er nicht sein. Hat bisher nicht das geleistet, was er konnte. In Shanghai zwar den zweiten Platz, dann aber in Sochi ein DNF und bis dahin nicht angetreten. Und eigentlich hat man ihn als Titelkandidaten mitgewertet. Aber da ist natürlich alles noch offen, die Problematik, dass hier viele verschiedene Sieger und viele verschiedene Punktevergaben dadurch entstanden sind. Spielt ihm natürlich in dem Moment dann in die Karten. Und wir schauen auf Kevin Pulvers, der hier in der Wand steht. Die Frage ist, wo? Das sieht mir nach am Ende des ersten Sektors aus. Nach der vierten Kurve, fünfte Kurve. Er hat eine 1,29,9 gefahren. Jetzt fehlt ihm davor natürlich der Flügel. Im Renault. Kevin Pulver ist ja auch ein neuer Fahrer in der Liga. In Spielberg konnte er das Rennen leider nicht beenden, als er sein Debüt gegeben hat. So, Steen Hunter im Ferrari von Cavallo Vapore, eine 28,4. Dennis Hebel konnte sich verbessern auf eine 28,3. Und Andy Lasagnel scheitert nur knapp, nicht mal ein Zehntel an der Zeit von McGrady. Aber Mark Rothe, der Überflieger aus den letzten Rennen, was die Pace angeht, setzt sich hier jetzt erstmal mit einer halben Sekunde Vorsprung auf die Pole Position. Vorerst. Rothe weiter. Hat aufgehört. In Spielberg ja schon mit vor zwei Wochen. In Monte Carlo war er eigentlich auch als Sieger favorisiert. In Baku bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Da schaue ich mal rein. Die Pole Position ging da an Lasagnel und dann ja das DNF. Auch von Rothe, sowie von Lasagnel. Ja, und jetzt erstmal einige Fahrer in der Box. So, und wir sehen auch, ein Rüni Driver zum Beispiel steht noch in der Box. Der dürfte auch eine Qualifying-Sperre haben. Die Anmeldung erst im Laufe des Tages heute eingetrudelt. Zwei Tage vorher ist ja die Frist. Demnach wurde diese verpasst. David Pupka steht in der Box. Der dürfte aber eigentlich fahren. Spart sich vielleicht die Reifensätze. Was ich mir aber nicht erschließen sollte. Bei einem 50% Rennen sollte man genug Reifen haben. Und Toni Rolli, der fährt jetzt gerade raus. Ja, und wen wir heute noch nicht angesprochen haben, Rüni Driver ja gerade und Toni Rolli, der Name gefallen. Matza Slobinski im Toro Rosso. Für Glorious Racing. Alleine heute unterwegs. Für das Team lief es derzeit ja auch noch nicht so hundertprozentig. Mit 13 Punkten insgesamt eingefahren. Erst sind sie nur auf dem 9. Platz der Teammeisterschaft. Und Slobinski mit einer 1,31,8 scheint hier auch ja, weit abgeschlagen. Fast zwei Sekunden auf Kevin Pulvers auf der 6. Ein Platz vor ihm. Bleibt natürlich abzuwarten. Vielleicht hat er einen Fehler in der Runde gehabt und jetzt diese abgebrochen, um nochmal einen frischen Reifensatz sich zu holen. Toni Rolli, der wie gewohnt, muss man eigentlich schon sagen,
auf der härteren Mischung unterwegs als der weitestmöglichen mit dem Soft. Das hat bei Rohleder schon Methode, ist eigentlich in jedem oder an jedem Renntag so zu sehen, dass er lieber auf einer härteren Mischung startet. Manchmal ist das auch schon gut gegangen. Steht derzeit auch auf der 4 mit 2 Punkten Rückstand auf Rode in der Fahrermeisterschaft da für das Hunter Racing Team 2. Und wie man sieht, pilotieren sie den Renault. Quatsch, nicht den Renault, den Red Bull. Ein kleiner Fauxpas meinerseits. Und damit einen schönen guten Abend auch erstmal an den Chat. Es sind schon einige am Schreiben. Diegel, Pulvers for the win. Hashtag Team Pulvers. Also da hat der Kevin schon einige Fans hier im Stream. Beziehungsweise einen zumindest. Wenn man davon ausgehen kann, dass es erstmal nur ein Ein-Mann-Team ist. Vielleicht geben sich da noch einige mehr zu erkennen. Stefan Pfingst, das Wetter, ja, so wie Keto es schreibt. Die Wetterfee hat mir noch nichts zukommen lassen. Da bin ich ja leider aufgeschmissen und auf Hilfe angewiesen vom Fahrerfeld. Ich habe da keine Einsicht drauf. So, Rohleder jetzt erstmal mit einer 1.30.0. Knapp hinter Pulvers auf die 7 geschoben. Und Slobinski geht ebenfalls auf die Softmischung. Muss aber jetzt, wenn er die wirklich verwenden will, natürlich eine schnellere Runde fahren als mit den Supersofts. So, David Pupka auf der Strecke. Mit den Supersofts. Im Haas. Dennis Hebel, sein Teamkollege, auf der 4. Während McVady und Hebel auch schon draußen sind, auf der fliegenden Runde gleich, beziehungsweise jetzt schon sein könnten, Lazaniel und Rode noch auf der Outlap. Und das wird dann noch einen Schuss geben. Bei Rode könnte es sogar knapp werden, dass er überhaupt noch mal eine Zeit setzen kann. Ja, und für Zuschauer bin ich natürlich immer gerne zu haben. Und wenn es dann die Crowd für Kevin Pulvers ist, umso schöner. Ein bisschen Stimmung für den Rookie hier im Feld. Und dann bis zur Ziellinie pushen. Und wir sehen David Pupka auf der 6 mit einer 1.29.6. Und hätte sogar noch die Möglichkeit, eine zweite Runde zu setzen. Die Frage ist, geht er das ein, dieses Risiko? Hat die Session schon aufgegeben, also nicht der Fall. Und Nils McVady setzt sich auf die 1 mit 1,5 Zehntel Vorsprung. Kann noch eine Runde setzen. 1,27,050. Jetzt schauen wir mal, wer kommt als nächstes. Dennis Hebel dürfte der sein, der als nächstes über die Linie kommt. Lazaniel fängt jetzt erst an. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und Dennis Hebel wird die Runde aber nicht gut hinbekommen haben. Geht eventuell nochmal auf einen zweiten Versuch. Er hat noch die Zeit. Was macht Marc Rothe? Kommt er rechtzeitig über die Linie? Er muss und er schafft es auch. Er wird noch eine Runde fahren können. Das war Maßarbeit vom Team. Und jetzt gilt es. Alle, die noch auf der Strecke sind, können eine Runde fahren, beziehungsweise ihre Runde beenden. Rohleder in der Box. Pulvers abgewogen, genauso wie Driver, der natürlich nicht mehr fahren kann. Wir gehen auf McVady. Der dürfte der Erste sein, der jetzt hier abgewogen wird. Spitzenfeld. Und man nicht aus den Augen lassen. Nur eine Zehntel hinter Hebel, der jetzt gerade die Session beendet hat für sich. Eventuell ein Abflug. McVady ebenfalls aufgehört. Wahrscheinlich die Zeit nicht schnell genug gewesen. Da stand, glaube ich, Hebel. Was macht Rote? Das ist noch die alte Startziellinie. Hunter kommt jetzt über die Linie und schiebt sich noch vor Hebel. Nur 12.000stel hinter seinen Teamkollegen. Lazaniel. Lazaniel dürfte hier, glaube ich, gerade die Runde weggeschmissen haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ausgang. Der Esses war das, glaube ich. Wo er eventuell neben der Strecke war. Oder Anfahrt zur Schikane sogar schon. Das heißt, Rote hat hier noch die Möglichkeit, sich die Pole zu holen. Muss 1,5 Zehntel gut machen auf McVady. Und das war's, glaube ich. Da ist er zu weit rausgekommen. Das dürfte wohl nicht gewertet werden.
Da hat er die Track Limits zu weit ausgereizt. Die Frage ist, er bringt die Runde zu Ende. Und die Runde zählt. Rote damit auf der Pole Position. Mit einer, ja, fragwürdigen letzten Runde. Gerade zum Schluss. Dass die Rennleitung da nicht eingeschreitet ist, verwundert mich gerade ein bisschen. Hat er deutlich die Track Limits überschritten und damit sich seinen Schwung gesichert. Aber gut, wenn die Rennleitung das so entscheidet, eventuell ist er doch kurz vom Gas gegangen, sodass ihm das Ganze im Endeffekt doch ein bisschen Zeit gekostet hat oder zumindest er keinen Vorteil draus gezogen hat. Auf jeden Fall erstmal Mark Rothe konnte sich nochmal vor McGrady setzen. Lasagnel, keine Verbesserung mehr. Hat Glück, dass Hunter ihm nicht noch die 12.000 abgenommen hat. Damit aber eine zweite Startreihe, die komplett in Rot eingefärbt ist. Renault und Mercedes füllen die erste Startreihe. Dennis Hebel, David Pupka, die beiden Teamkollegen im Haas in der dritten Startreihe. Kevin Pulvers, der zweite Renault, auf der 7 neben Toni Rohleder im Red Bull, Toro Rosso und Williams in der 5. Startreihe. Ja, und das war das Qualifying. Jetzt bin ich mal gespannt. 18 Uhr ist, glaube ich, immer noch der Startzeitpunkt. Ja, ich sage glaube ich. Bin mal gespannt. Ich glaube, zwei Streams habe ich ja jetzt nicht mitgemacht oder habe ich nicht gemacht, sondern wurde ich ja vertreten, hatte ich ja schon erwähnt. Und das sind dann aber auch schon wieder 4 Wochen. Und ich muss sagen, war heute recht kurzfristig das Ganze auch hier wieder vorbereitet von mir. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich nicht großartig was geändert hat. Die Neuerung mit der Renndistanz, die wurde mir mitgeteilt. Ja, und ansonsten bin ich mal gespannt, ob Rothe diese eine Sekunde, die er vor den Ferraris hat, zusammen mit McGrady, auch im Rennen umsetzen kann und ob McGrady und Rothe sich da vorne erstmal gemeinsam absetzen oder ob sie gleich im Duell sich verstricken und Lasagnel und Hunter dementsprechend dranbleiben können. So, und wir befinden uns jetzt in der Startaufstellung. Die Teams gehen nochmal ihre Strategie durch. Alle Fahrer dürfen natürlich nicht ihre Reifen wechseln. Wir haben genau 10 Fahrer, das heißt im Qualifying, jeder ist in den Top 10 und jeder muss mit dem Reifen fahren, mit dem er seine Runde gesetzt hat. Der Einzige, der freie Wahl hat, ist natürlich Ronny Driver, der seine Qualifying-Sperre abgesessen hat und dementsprechend auch keine Runde gesetzt hat. Freie Reifenwahl, frischer Reifen sogar. Das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil für ihn werden. Ich habe übrigens keine Möglichkeit, hier jetzt den Fahrer zu wechseln. Also wir sind vorne bei Nils McGrady und schauen uns hier das Starterfeld an. Links vor ihm der gelb-schwarze Renault von Mark Rothe. Dann auf der 3 in der zweiten Startreihe. Links dahinter der Ferrari von Andy Lasagnel vor seinem Teamkollegen Steen Hunter. Dann sieht man im Hintergrund noch den ersten Haas, Dennis Hebel, schon erwähnt, ebenfalls eine Teamstartreihe, die dritte. David Pupka auf der 6, ebenfalls im Haas. Dann der zweite Renault auf der 7, Kevin Pulvers auf der 8, der Red Bull von Toni Rohleder, Hunter Racing Team 2 auf der 9, Matze Slobinski im Toro Rosso für Glorious Racing und auf der 10 Ronny Driver Williams Energy Racing. Ja, der Name ist mir gerade ein wenig entfallen, muss ich zugeben. Energy Racing wurde auch hoch gehandelt am Anfang der Saison. Sieht zurzeit auch nicht so prickelnd aus, wie man es sich erhofft hatte. Hängt aber auch mit vielen Zwischenfällen, Komplikationen
zusammen, die aufgetreten sind. Unter anderem auch, dass Kevin Phoenix so wie heute auch schon an einigen Rennen nicht teilnehmen konnte. In Shanghai mit einer guten Performance, dann aber nicht das Ziel erreicht in Monte Carlo, das Podium mit dem dritten Platz eingefahren. Und bei Driver sieht es ähnlich aus. Hat in Monte Carlo und in Shanghai das Ende nicht miterlebt auf der Strecke. Und dann ist er noch in Sochi gefahren, auch ins Ziel gekommen. Ein vierter Platz. Aber das ist insgesamt für das Team zu wenig. Da hatte man sich, denke ich mal, mehr versprochen. Gerade nach dem Ende oder nach der Endphase aus der letzten Saison, wo Phoenix und Driver richtig gut unterwegs waren, sind sie derzeit so ein bisschen anscheinend in ein Loch gefallen. Die Pace stimmt, was an den Platzierungen zu sehen ist, wenn sie dann ins Ziel kommen, aber die Konstanz fehlt da noch. So, und wir haben es 18 Uhr. Oben läuft der Countdown zum Start des Rennens. Das Ganze natürlich jetzt erstmal mit einer Einführungsrunde. Und das gibt uns dann nochmal die Gelegenheit, die Strecke zu begutachten. So, für die erste Kurve Abby, dann der Linksknick Farm genannt, Turn 2, Vollgaspassage, dann hier jetzt erst der erste Anbremspunkt, Turn 3, Turn 4, Turn 5, kommen jetzt nur noch rechts, links, links. Auf dem Nürburgring sagt man Mercedes-Benz Arena, hier ist es einfach nur die Arena, hat so ein bisschen auch etwas vom Motodrom auf dem Hockenheimring. Dann die erste Gerade, die erste längere Gerade wieder nach der Stadt Ziel. Anfahrt Turn 6, Turn 7, Luffield. Und dann hier wieder ein leichter Rechtsknick, Woodcote. Turn 8, bevor man dann hier jetzt über die alte Stadt Ziellinie fährt. Und jetzt kommt Copes, der Name, der mir vorhin entfallen ist. Sehr berühmte Stelle, kann man mit einem leichten Lupfen durchfahren, manchmal sogar mit Vollspeed, aber auch sehr gefährlich. Da kann einiges passieren, wenn man die Stabilität vom Auto verliert. Dann jetzt die S's, Turn 10, 11, 12, 13 und 14, bevor es dann hier auf die Hangar Straight geht. Und Stewie, Turn 15, bevor es dann in die Schikane geht. Die einen sehr engen Eingang hat zum Ende hin. Hier der Rechtsknick auch nochmal anzieht. Muss man aufpassen, nicht zu früh aufs Gas zu gehen. Ja, und trockene Bedingungen auch zum Rennstart, wie schon im Qualifying. Ich bin gespannt, ob es dann zum Rennende eventuell doch Regen gibt. Leider noch keine Informationen eingetrudelt. Bin ich mal gespannt, ob es da noch was gibt. Aber wir freuen uns jetzt auf circa 50 Minuten Rennaction, 26 Runden. Und alle erstmal gut weggekommen. Mark Rothe behauptet seine Führung vor Nils McVady. Hunter überholt Lasagnel. Und kann auch vorne bleiben. Hinten gibt es einige Veränderungen. Pupka nach vorne, Toni Rohle davor. Kevin Pulvers verteidigt aber noch seinen Platz. Und Dennis Hevel scheint hier gerade im ersten Moment der größere Verlierer zu sein von allen. Auf die 7 zurückgefallen. Und Toni Rohle, der hat 2 Plätze eingebüßt, ist jetzt am Ende des Feldes. Und wir springen nach vorne. Was macht die Spitze? Rothe, halbe Sekunde weg von McVady. Also da hat sich nichts geändert in der ersten Startreihe.
Bei den Ferraris gab es einen teaminternen Wechsel in Turn 1. Da scheint Lasagnel nicht optimal vom Fleck gekommen zu sein und dann seinem Teamkollegen den Vortritt gelassen zu haben, um da nichts zu riskieren. Pupka ging an Hebel vorbei, genauso wie Kevin Pulvers. Slobinski-Driver überholten Rohleder. Und das war dann schon die erste Runde. Und da ist der zweite aus dem Team Pulver, Dafak Bratan. Schönen guten Abend. So, McGrady erstmal mit der schnellsten Runde. Und das auf P2. So, und wir springen zu Dennis Helbe, der hat 2 Zehntel Rückstand. Und attackiert jetzt hier eventuell Kevin Pulvers im Renault. Eine gute Ausgangssituation hat er sich hier geschaffen. Ist jetzt innen. Hat auf jeden Fall die bessere Linie. Jetzt nur den Bremspunkt nicht verpassen. Und da gibt es den Bremspunktverpasser. Da gibt es den kleinen Hit am Hinterrad, am linken, von Kevin Pulvers. Der fängt das Fahrzeug aber noch phänomenal gut ab. Hat jetzt hier beim Rausbeschleunigen ein paar Probleme im Duell gegen Matze Slobinski und zieht wahrscheinlich den kürzeren. Ja, und ordnet sich jetzt erstmal hinten ein. Also 2 Plätze verloren durch diesen Schlag, den er von Hebel abbekommen hat. Aber ich denke mal, er wird einfach froh sein, das Rennen hier noch weiter fortsetzen zu können. Da hätte sehr viel mehr passieren können. Stark gemacht vom Piloten im Renault in seinem 2. Rennen hier bei SSR. Aber kurz darauf wird er sich jetzt sicherlich ärgern, dass er durch so eine Aktion 2 Plätze verloren hat, für die er nichts konnte. Hebel sich einfach ein Stück weit verbremst. Konnte die Linie nicht halten, ist zu weit rausgekommen. Und jetzt ist Driver direkt an ihm dran. Da kommt die Attacke der Schikane. Oh, leichter Quersteher, rutscht über die Curbs sogar innen rüber. Fängt das Fahrzeug aber noch ab und Pulvers zieht erstmal davon. 7 Zehntel jetzt Rückstand. Es gibt uns die Möglichkeit, weiter nach vorne zu gucken. Nils McGrady, Mark Rothe. Also die beiden setzen sich jetzt gerade doch erstmal ab. Kein Duell zwischen den beiden, aber der DRS-Flügel von McGrady ist schon auf. Also ich glaube, die erste Attacke wird hier nicht lange auf sich warten lassen. Und Driver greift jetzt wahrscheinlich Pulvers an. Heckflügel auf, DRS. Ja, aber steckt hier noch zurück. Hat aber deutlich wieder aufgeholt im Laufe der Runde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall eine Verwarnung gegeben hat für Hebel. Das schauen wir im Laufe des Rennens auf jeden Fall nochmal rein, was die Rennleitung dazu gesagt hat. Für mich sogar eine Aktion, wo Hebel hätte die Position an Pulvers zurückgeben müssen. Aber das ist natürlich nicht meine Aufgabe hier, solche Fälle zu bewerten. Lediglich meine Meinung. Und Pulvers kommt jetzt die Schlechte durch die Esses durch und Driver geht vorbei. Ja, Pulvers kann die Pace von Driver anscheinend nicht mitgehen, aber Driver auch ein Fahrer, der eigentlich weiter nach vorne gehört. War ja erst so weit hinten überhaupt, aufgrund dessen, dass er eine Qualifying-Sperre hatte. Und was man erwähnen muss, Driver ist auf einer anderen Reifenmischung unterwegs. Das können wir uns mal anschauen. Genauso wie Rohleder auf den Softs, hat damit also einen Vorteil im Verlauf des Rennens im ersten Stint, kann länger draußen bleiben. Umso wichtiger aber auch, dass er die Pace hier jetzt ganz gut ausnutzen kann. Und wir gehen nach vorne. Nils McGrady konnte auf jeden Fall keine Attacke starten, war zu weit weg. 2 Zehntel zwischenzeitlich dran gewesen mit dem DRS natürlich. Jetzt auf der alten Startziel gerade. Eventuell nochmal ransaugen vor Copes. Dann die Esses und dann in der 2. DRS-Zone. Vielleicht die Attacke setzen. Aber so wie die hier fahren, spielt das natürlich den Ferraris nicht in die Karten. Der Abstand von Hunter auf McGrady schon 4 Sekunden. Kann da der Spitze einfach nicht folgen.
Und solange die beiden sich hier nicht duellieren mit einem großen Zeitverlust, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Fahren hier kontinuierlich weg. Und Hebbel langsam an seinem Teamkollegen Pupka dran. Auf 15. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da gleich eine Stallorder gibt. Denn Hebbel scheint hier der deutlich schnellere zu sein. Auf 13. jetzt rangekommen. War ja im Qualifying zwar nur eine Position vor Pupka, aber das auch um eine Sekunde. Der Abstand also deutlich gewesen. Und Pupka, ja, man sieht nicht so hundertprozentig seine Linie. Also da wäre es teamintern vielleicht klüger, Hebbel vorbeizuwinken. Gerade auch, weil die Ferraris da vorne, die sind 4 Sekunden weg von Pupka, nicht unbedingt den Anschein machen, als wären die so viel schneller als Hebbel. Also eventuell würde da noch der Weg nach vorne für den Dennis möglich sein. So, wieder in den Esses, 2 Zehntel der Mercedes hinter dem Renault, aber dann hast du hier natürlich die Dirty Air, dann kannst du die Linie nicht so gut halten, hast zwar Windschatten hier wieder, aber du musst erstmal mit mehr Schwung rauskommen. Scheint McGrady jetzt aber gut gelöst zu haben. Der Flügel ist auf, da kommt die Attacke innen und Rote steckt zurück. Da kommt aber der Konter, lässt ihn erst innen passieren und sticht dann innen nochmal rein. Klasse Manöver von beiden, die Attacke gut eingeleitet, aber nicht perfekt zu Ende geführt. Konnte die Innenbahn nicht zumachen rechtzeitig und Rote hat genau darauf gebaut und sticht innen sofort wieder rein und übernimmt die Führung zurück. Klasse Duell von den beiden. Und Kevin Pohl wird jetzt mit einer 3-Sekunden-Strafe, musste jetzt auch Slobinski vorbeilassen. Also das scheint er einen größeren Fehler gehabt zu haben, während wir hier uns das Duell angeschaut haben. Und Rohli, der ist jetzt direkt an ihm dran. Also Pulver ist noch nicht richtig im Rennen angekommen, nachdem er diesen Schlag aufs Hinterrad bekommen hat. Wollen wir hoffen, dass da nicht ein Reifen kaputt gegangen ist. So, McGrady musste jetzt nach dieser Aktion natürlich, das hat ein bisschen Zeit gekostet, ist jetzt wieder 6 Zehntel weg. Und muss sich für die nächste Attacke erstmal wieder ein bisschen ransaugen. Ja, und jetzt verliert er hier doch ein bisschen. Also es kann nichts am Fahrzeug gewesen sein aufgrund einer Kollision. Denn das Duell war auf jeden Fall sauber. So, Hebbel jetzt mit einer 3-Sekunden Zeitstrafe ebenfalls. Aufgrund mehrerer Verwarnungen, höchstwahrscheinlich Track Limits, eventuell aber sogar auch der Kontakt mit Pulvers spielte damit eine Rolle. Ich glaube, da können wir jetzt mal reingucken. Wobei, wir sehen hinten, Pulvers musste gerade sogar die Position 9 abgeben an Rohleder. Nicht gut aus den Esses rausgekommen, der Renault-Pilot. Das ist ärgerlich, so zurückzufallen. Aber ein Vorteil hat das Ganze natürlich und er geht in die Box. Man zieht die Konsequenz daraus, man geht in die Box und man verbremst sich, aber fährt zu schnell rein. 5 Sekunden langes Stop-and-Go-Strafe für Rasen in der Boxengasse. Also die ersten 7 Runden oder die ersten 6 Runden, alles andere als optimal für den einen Renault-Piloten, während der andere Renault-Pilot ganz vorne das Feld anführt. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer für Kevin. Mit dem 10. Platz hat er auf jeden Fall einen Punkt sicher, wenn er es dann bis ins Ziel bringt. Und einen Punkt sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn es dann möglich ist. Und wir gucken mal in die Rennleitung. Wir sehen hier nur Streckenbegrenzung überschritten und ansonsten nichts auch von Hebbel. Nur Streckenbegrenzung überschritten. Also da hat die Rennleitung wohl gesagt, es war ein ganz normaler Rennkontakt. Und Marc Rothe geht jetzt in die Box und Andy Lasagnelle bekommt ebenfalls eine Zeitstrafe. McGrady bleibt noch draußen. Und die Frage von Diegel, ja, der Ditcher von Pulvers, von Hebbel an Pulvers, wurde jetzt erstmal nicht geahndet.
Hunter ebenfalls in der Box. Lasagnier bleibt noch draußen. Also Hunter geht auf die gleiche Strategie wie Rote. Beide fahren wieder auf Supersofts raus. Und sie fallen weit zurück. Hunter geht auf Mediums. Hunter auf Mediums will wahrscheinlich bis zum Ende jetzt durchfahren. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, eine E-Mail zu senden an rennleitung@simsportracing.com. Oh, Hunter, hier Probleme beim wieder auf die Strecke kommen aus der Box. Und das Ganze denn steht im Reglement beschrieben auch, wie man einen Untersuchungsantrag nach einem Rennen an die Rennleitung schickt und was dazu alles für Informationen dann nötig sind. Und dann kann nach dem Rennen im Laufe der nächsten 2 Wochen dann noch eine Strafe folgen für Hebbel. In dem Fall dann. Aber das steht alles im Reglement näher beschrieben. Zu finden auf unserer Seite simsportracing.com. Oh, und Hebbel geht jetzt hier an Pupka vorbei, der Probleme hatte in den Esses, die Kurve nicht bekommen. Ja, und Pulvers direkt hinter Slobinski. Slobinski ja in der Box gewesen, auch eben gerade, wie ihr es gesehen habt. McGrady bleibt weiterhin draußen. Lasagnier kommt in die Box. Also McGrady fährt hier wohl eine sehr, sehr riskante Reifenstrategie. Gibt natürlich die Möglichkeit, ein Hunter zum Beispiel, der fährt jetzt auf Mediums raus, um mit einem Stop durchzukommen. Alles andere würde da natürlich keinen Sinn machen. Und McGrady eventuell mit der Hoffnung, auf die Softs zu gehen, wenn er jetzt lange genug auf den Supersofts draußen bleibt, um dann mit einem schnelleren Reifensatz trotzdem nur einen Stop machen zu müssen. Das muss man weiterhin beobachten. Rooney Driver vorgespült auf die 4. Aufgrund dessen, dass die Spitze jetzt schon in der Box war. Driver natürlich mit den Softs gestartet. Und Rolli, der ebenfalls schon in der Box war, auf den Softs gestartet. Und trotzdem jetzt nach 8 Runden der Boxenstopp auf die Supersofts. Softs, also da wird er wahrscheinlich noch ein zweites Mal reinkommen. Pulvers geht dadurch auch wieder vorbei. So, und Lasagnier auf den Softs. Also da fährt man bei Ferrari unterschiedliche Strategien. Eventuell, um nach vorne noch was reißen zu können, für den Fall der Fälle, dass hier irgendwas passiert. Ein Safety Car zum Beispiel. Und dadurch, dass Hunter jetzt auf Mediums draußen ist, würde ich mal behaupten, die Chance ist groß, dass es hier trocken bleibt. Denn sonst würde das keinen Sinn machen. Meines Erachtens. Also ein trockenes Rennen in Großbritannien, Silverstone. Eigentlich ein wenig schade, muss ich sagen. Der Regen bringt doch immer wieder noch eine eigene Brisanz mit. Und Marc Rothe fährt hier jetzt mit neuen Supersofts eine neue schnellste Rennrunde. Und er wird auf jeden Fall nochmal reinkommen müssen, da er noch keine 2 unterschiedlichen Reifen gefahren ist. Während die derzeitigen ersten 4 noch nicht in der Box waren. Das können wir uns auch nochmal bestätigen lassen. Die ersten 4 noch diejenigen, die auf ihrem Anfangsreifen unterwegs sind. Und einer davon auch McGrady, der nominell auf der 2 war, bevor Rothe in die Box kam. Und ich bin gespannt, wie seine Pace jetzt aussieht, ob er daraus einen Vorteil schlagen kann. Rothe eben gerade mit einer neuen schnellsten Rennrunde. Muss aber natürlich nochmal reinkommen. Und das könnte halt die Chance sein, strategisch hier Rothe auszustechen. Und jetzt biegt er ab in die Box. Und es sind noch 16 Runden zu gehen. Er hat 10 Runden auf den Supersofts geschafft. Ist aber zu viel Risiko eingegangen. 5 Sekunden langes Stop-and-Go-Strafe. Und das könnte ihn sehr weit zurückwerfen. Das könnte ihn sogar hinter die Ferraris werfen. Und das wäre sehr, sehr bitter. Das würde ein großer weiterer Zeitverlust sein, dort erst die Duelle eingehen zu müssen. Und er geht auf Softs. Und ich könnte mir vorstellen, die Strategie ist wirklich Risiko. Wir gehen nicht mehr in die Box. Wir fahren auf dem Reifen zu Ende. Und David Pupka auch mit einer Stop-and-Go-Strafe. Und wo kommt McGrady jetzt raus? Ich glaube, die Stop-and-Go-Strafe wurde gerade noch nicht abgesessen.
sondern die wird am Ende des Rennens dann aufgerechnet. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da gab es auf jeden Fall mal eine kleine Diskussion darüber, wie diese Strafe überhaupt gewertet wird. McGrady bleibt auf jeden Fall aber deutlich vor den Ferraris, also wird er keine 5 Sekunden gestanden haben in der Box, ohne dass da gearbeitet wird. Wird dann wahrscheinlich eine Zeitstrafe für das Ende des Rennens sein. Was natürlich auch nicht so schön ist. So, und ganz vorne jetzt Dennis Hebel. Pulvers erneut mit einer Zeitstrafe und Hebel wird jetzt aber hier die Führung wohl abgeben müssen an Rothe. So ist es. Kam schlecht aus den Ss auch raus. Ja, verteidigt sich ja auch gar nicht wirklich. Die beiden fahren ja auch unterschiedliche Rennen gerade. Hebel noch nicht in der Box gewesen, kommt jetzt rein. Und was macht er? Ja, er geht hier auf Nummer sicher. Man wird ihn vorgewarnt haben, dass hier viele zu viel Risiko gegangen sind bei der Boxenanfahrt. Und dementsprechend Hebel deutlich früher gebremst. So, und weiterhin 3 Sekunden Zeitstrafen, die hier eintrudeln durch mehrere Verwarnungen. McGrady insgesamt ca. 5 Sekunden jetzt hinter Rothe. Dazwischen liegt aber noch 3, weil der ja auf den Softs gestartet ist. Also, wenn er lange genug draußen bleibt, und das muss man auch beobachten, er hat ja frische Softs unterwegs. Oder er ist auf frischem Soft unterwegs gewesen am Anfang. Wenn er 16 Runden fährt, ist das auf jeden Fall ein Zeichen für McGrady, dass es möglich ist, diese 16 Runden zu fahren. Und dann wird McGrady wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. Und das könnte dann der strategische Coup gewesen sein, den er hier landet. Denn wie gesagt, Marc Rothe deutlich auf einer 2-Stop unterwegs. So, Lasagnel 3 Sekunden hinter Hunter, der auf der härteren Mischung unterwegs ist. Und auch Hebel 7 Zehntel hinter Pupka noch. Ebenfalls der mit der weicheren Mischung aus dem Team hinter dem Teamkollegen. Aber Hebel holt hier deutlich auf. So, McGrady gerade an Driver vorbeigegangen. Das Duell haben wir jetzt mal nicht gesehen. Und Pupka macht da Platz für Hebel. Klar, jetzt ist es deutlich zu sehen. Hebel ist schneller. Er fährt auch die weichere Reifenmischung. Also er muss jetzt schneller fahren. Und da wäre es alles andere als clever, von Pupka seinen Teamkollegen aufzuhalten. Gut Platz gemacht. Formel 1 ist auch ein Teamsport. Zumindest bei SSR, bei unserer Meisterschaft. Und Lasagnel holt auch langsam auf Hunter. So, und wir gucken nochmal nach hinten. Pulvers mit den Supersofts. Mit der weißen Mischung dran an Slobinski. Jetzt die Schikane, die Anfahrt. Oh, da fährt er dicht auf. Slobinski kommt da sehr, sehr schlecht nur durch. Aber es reicht für Rothe nicht, um zu attackieren. Und dahinter ist dann auch schon Rohli, der ebenfalls auf Supersofts unterwegs ist. Man hat gesehen, der Abstand war 2 Sekunden. Rohli, der jetzt aber direkt auch gleich dran. Weil Slobinski hier einfach Pulvers aufhält. Kann die Pace nicht gehen mit den Reifen. Oh, da muss er sogar aufpassen, ihm in der Kurve nicht raufzufahren. Das kann sehr leicht einen Flügelschaden geben. Und Slobinski war ja auch schon in der Box. Also das ist ein regulärer Zweikampf hier. Boxenstopp bereinigt, alles zurzeit. Außer Driver, der muss nochmal reinkommen. Und dieses Dreiergespann gerade das engste der engste Teil im Feld. Slobinski, Pulvers und Rohle. Hier geht es um 4, 2 bzw. 1 Punkt. Und Pulvers muss hier jetzt natürlich gucken, dass er eigentlich schnellstmöglich an Slobinski vorbeikommt. Wenn er denn schneller ist, um seine Reifen ausnutzen zu können. Aber jetzt sieht es eher danach aus, als wenn er sich gegen Rohli dann noch verteidigen muss. Nach hinten in den Rückspiegel guckt, anstatt nach vorne.
Und Rohli, der direkt an, kommt da jetzt die Attacke? Nein, er verzichtet noch drauf. Hier, Anfahrt zur Schikane ist auch gefährlich. Sehr enge Kurve. Eigentlich kein Platz für zwei Autos nebeneinander. Und Slobinski profitiert davon, setzt sich jetzt doch ab. 2 Sekunden wieder davon gefahren. Und beide hier mit einem leichten stehenden Rad. Pulvers kommt hier jetzt schlecht um die Kurve. Und das ist die Möglichkeit für Rohli da. Und er zieht es durch, fährt da innen vorbei. Kommt aber jetzt auf der Gegengerade vielleicht der Konter. Rohli da hat noch den Vorteil des DRS, aber im Windschatten kann Pulvers trotzdem sich daneben setzen. Zieht aber dann zurück. Wollte dieses Risiko nicht eingehen. Klar, als Rookie gegen Rohli, der ja ein gestandener Fahrer hier bei SSR in dieser Meisterschaft ist, will man natürlich auch nicht zu viel riskieren. Na, er hat ein bisschen zu wenig gelobt in Copes. Man muss natürlich schauen, dass man sich erstmal einen Stand holt. Und das macht Pulvers hier sehr gut, in gewissen Situationen zu wissen, wann man zurückstecken muss. Jetzt muss er aber aufpassen, das Fahrzeug nichts verliert. Und wieder fängt er seinen Quersteher gut ab. Den hat er sich hier jetzt selber verursacht, aber trotzdem wieder gerettet. Also Fahrzeugbeherrschung hat dieser Mann. Und da geht er erneut in die Box. Das dürfte sein zweiter Stopp sein. Also eventuell scheint er mit dem Reifen was nicht gestimmt zu haben. Der Reifenverschleiß vielleicht so hoch. Ist ja auch schon früh in die Box gekommen. Nach seinem ersten Stint. Ich glaube Runde 7. Hat also schon wieder 8 Runden drauf auf den Reifen. Eventuell Probleme mit dem Reifenverschleiß. Jetzt geht er auf jeden Fall auf die Softs. Und wir gucken nach vorne. McGrady 1,7 Sekunden vor Rote. McGrady mit der härteren Mischung. Und wir gucken nochmal, was mit Driver passiert ist. Oh, Driver hat Probleme. Gerade einen Austritt gehabt und Mark Rothe geht wieder in die Box. Sehen wir gerade, McGrady übernimmt wieder die Führung. McGrady hat er deutlich aufgeholt. Nur noch 1,7 Sekunden der Abstand gewesen auf Rothe. Und das, obwohl er die Härte oder eine härtere Weichenmischung hatte. Nicht die härteste, die hat Hunter drauf. Und Rothe fällt hinter Driver zurück. Aber Driver lässt ihn hier auch gleich wieder vorbei. Also das sah jetzt ohne Wehr aus. Aber er holt sich hier gleich noch eine Sekundenstrafe, der Rothe. 3 Sekunden. Und das könnte eventuell entscheidend sein. Jetzt auch auf den Softs unterwegs. Und jetzt muss er natürlich pushen. Ist hinter Lasagnel zurückgefallen. Lasagnel kann eventuell auch durchfahren. Muss dann aber natürlich sehr viel Risiko gehen. Driver immer noch auf seinem ersten Reifensatz unterwegs. Und wir sind in der 16. Runde. Also McGrady hat damit die Referenz, dass es möglich ist, wird wohl nicht mehr in die Box kommen. Die Frage ist jetzt noch für Lasagnel. Reicht es sogar für Lasagnel, um durchzukommen? Der war aber 2 Runden früher drinne als McGrady. Vielleicht sogar 3 Runden, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Für Hunter wird es auf jeden Fall reichen. Hunter auf den Mediums. Aber kann er seinen Teamkollegen hinter sich halten? Wann werden bei Lasagnel die Reifen dann schlechter? Das teaminterne Duell. Und die Frage, kann Rothe jetzt diese 10 Sekunden, den verbleibenden nicht ganz 10 Runden, noch rausfahren, die er jetzt Rückstand hat, aufgrund seines Boxenstops, den er einlegen musste, seines zweiten Boxenstops, als einziger hier vom Spitzenfeld auf Netz. Hebel auf der 5. Also seine Startposition zurückgeholt. Ja, und Driver wird da zurückfahren. Aber ich glaube, er wird vor Rohli da bleiben. Also auf der 7 wieder rauskommen. Geht jetzt auf die Supersofts. Damit kann er auf jeden Fall zu Ende fahren. Ist lange genug draußen geblieben. Und eventuell reicht es dann nochmal, um nach vorne weiter zu attackieren. Ich würde behaupten, auf Pupka
kann er noch. Wobei, Rohleder und Skubinski gehen noch vorbei. Oh, da hat er viel Zeit in der Box verloren. Beziehungsweise ich habe wahrscheinlich einfach nur zum falschen Moment auf die Intervalle geguckt. Aber er hat noch die Position gegen Rohleder und Skubinski verloren. Und jetzt muss er natürlich erstmal an denen vorbei, um sich den siebten Platz zurückzuholen. Und ich denke, weiter wird es dann gar nicht mehr gehen können. Hat frische Reifen, muss aber jetzt deutlich pushen. So, und wir gucken auf Lasagnier. Der ist jetzt im DRS-Fenster. Auf Hunter. Und da bin ich gespannt, was bei den beiden gerade im Party-Chat abgeht, im Sprach-Chat. Hunter ja derjenige, der in der Fahrermeisterschaft vorne ist. Daniel war anscheinend der, der jetzt gerade mit dem Reifensatz auf jeden Fall die bessere Wahl getroffen hat. Und die Frage, ob die beiden hier sich mit einer Stallorder positionieren oder frei fahren werden. So, Skubinski dran an Rohleder. Das muss man auch im Auge behalten. Skubinski geht aber jetzt in die Box zu seinem ebenfalls zweiten Stopp, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, so ist es. Und Driver kriegt somit diese Position schon mal wieder zurück. Jetzt ist es noch Rohleder. 2,5 Sekunden Rückstand hat Driver auf Rohleder. Und Rote hat schon 3 Sekunden aufgeholt auf die beiden Ferraris. Hatte natürlich den Vorteil von frischen Softs und muss die auch nicht schonen. Er kann die bis zum Schluss, bis an die Grenze bringen. Das ist jetzt sein Vorteil aufgrund der Zwei-Stop-Strategie, die er hier fährt. Ja, dann kommt hier wieder recht weit raus, aber das haben wir ja schon im Qualifying von ihm gesehen. Und die Rennleitung ist damit ja einverstanden. Also warum das Ganze ändern? Und Rote fährt jetzt mit den Softs die neue schnellste Rennrunde. 1,29,5. Und nur noch 6 Sekunden Rückstand. Also ich denke, das wird nochmal spannend im Kampf um P2. Und Driver geht jetzt an Rohleder vorbei. Auf der Hangar Straight nach den SS. Und da war er sehr, sehr früh schon an Rohleder vorbei. Und auch Driver geht hier sehr weit raus. Also das scheint wirklich die normale Ideallinie gewesen zu sein. Auch schon im Qualifying von Rote. Da muss ich da natürlich so ein wenig zurückziehen oder zurücknehmen, dass ich gesagt habe, er hat da ganz schön die Track Limits überschritten. Scheint wirklich die normale Linie zu sein. Und Pulvers kriegt eine erneute 3-Sekunden-Strafe. 5,7 Sekunden hinter Skubinski auf der 10. Aber wie gesagt, der 10. Platz, ein Punkt und diesen Punkt erstmal mitnehmen. Das wäre der erste für Pulvers in der Meisterschaft. Und jeder Meister hat auch mal klein angefangen. So, was macht Rote? 4,7 Sekunden. Lasagnier bleibt weiterhin nicht auf der Strecke. Lasagnier geht in die Box. Lasagnier geht in die Box, er fährt nicht auf diesem Reifensatz zu Ende. Und holt sich nochmal neue Supersofts ab. Und das könnte jetzt nochmal spannend werden. Da wird man bei Ferrari gemerkt haben, dass der Rote deutlich schneller kommt, als man denkt. Dass der Rote auf jeden Fall noch aufschließen wird. Und dann hat man höchstwahrscheinlich keine Chance. Und jetzt will man natürlich mit den Supersofts nochmal diesen Konter oder diesen Push von Rote kontern. Aber man hat das Problem, man ist jetzt hinter Pupka und hinter Hebel sogar noch zurückgefallen. Also der Stop hat natürlich einiges an Zeit gekostet. Und jetzt sind es noch 7 Runden für Lasagnier, um sich erstmal wieder die 2 Positionen zurückzuholen, um hinter Rote zu sein. Und das sind dann insgesamt 24 Sekunden auf Rote. Aber Lasagnier, wissen wir, ein alter Hase im F1-Geschäft. Also strategisch
muss man sagen, wird er wahrscheinlich wissen, was er da macht. Jetzt gilt es natürlich auch für ihn, das Ganze umzusetzen, so wie es Rote gerade auf der Strecke macht, gegen Hunter. Eins ist, denke ich mal, sicher, Nils McGrady, wenn der nicht noch in die Box muss, wenn der mit seinen Reifen ordentlich umgeht, wird er das Ding hier nach Hause fahren. Und ich würde mal behaupten, es ist ein Ding der Unmöglichkeit für Rote, für Lasagnel, den Rote noch zu kriegen auf der Strecke. Eventuell durch Strafen, aber da haben ja auch, ich glaube auch Lasagnel hat eine Strafe bekommen. Und ich habe gerade kurz, glaube ich, einen Regentropfen gesehen, der hier vor der Kamera runterkam. Ja, der Himmel ist bedeckt. Und Lasagnel holt sich hier jetzt eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, zu viel gewollt. Muss man wohl wahrscheinlich in diese Kategorie reinpacken. Einfach zu viel gepusht, weil er jetzt halt pushen muss mit dieser Strategie, die er fährt. Er muss jetzt natürlich wieder zurückkommen. Er hat noch zwei Roman-Über, die er auf jeden Fall machen muss. Und wenn er jetzt an Pupka vorbeigeht, und das macht er hier auch, spielend leicht natürlich mit Supersofts, mit frischen Supersofts gegen Mediums. Und jetzt hat er aber noch 13 Sekunden auf Dennis Hebel, die er aufholen muss. Und dieser und Hebel hätte ihn ja normalerweise nicht bekommen. Also eventuell diese Strategie doch ein, ja, ein zu gewagter Schritt. Ein Schritt, der nicht aufgehen wird. Denn man sieht, Rote jetzt 3,3 Sekunden hinter Hunter. Man überlege, Lasagnel war ja 1,5 Sekunden hinter Hunter, also noch wäre Rote nicht dran. So, und für Hunter gibt es natürlich nur eins, die Flucht nach vorne. Muss hier noch 5 Runden lang, so lang wie möglich verhindern, dass Rote ins DRS-Fenster kommt, um Attacken setzen zu können. So, Rolida und Zubinski kämpfen am Ende des Feldes um Position 8. Da hat Zubinski vor kurzem Rolida überholt. Beide auf frischen Supersofts. Und jetzt im Windschatten und DRS auf der Hangar Straight, aber das reicht hier nicht zum Attackieren. Konnte sich aber natürlich gut ransaugen. Oh, leichter Verbremser im Windschatten von Rolier im Red Bull. Und Hebel mit einer 3-Sekunden-Strafe. Also einige Sekundenstrafen, die hier verteilt werden. Und Rote jetzt unter 2 Sekunden der Rückstand auf Hunter. Für Rolida reicht es auch hier nicht, mit DRS eine Attacke zu setzen. Also der Toro Rosso von Zubinski geht richtig, richtig gut auf der Geraden. Und Lasagnel jetzt mit den Supersofts eine neue schnellste Rennrunde, eine 1.29.4. Hat aber immer noch 10 Sekunden Rückstand auf Hebel. Und wir gehen auf Rote, der sich jetzt im DRS-Fenster vom oder zum Ferrari befindet. Ja, und hier sieht man schön den Helm in den Farben der deutschen Nationalflagge. Ein sehr schönes Design. Und das passt sich auch ganz gut an zu den Farben des Renaults. Gefällt mir gut, dieser Helm. Ja, und jetzt ist Hunter sogar im Renault Sandwich. Pulvers direkt vor ihm, der überrundet werden muss. Und dahinter Mark Rothe, der an ihm vorbei will.
Und Pulvers macht das geschickt, lässt hier auf der Startzielgeraden gleich beide vorbei. Mischt sich gar nicht ein in dieses Duell, dürfte auch keine Zeit für Hunter gekostet haben. Jetzt die Frage, reicht der Windschatten hier mit DRS? Eigentlich sollte das kein Problem sein. Aber er steckt noch zurück. Er zeigt sich noch nicht. Will hier erstmal den Vordermann weiterhin unter Druck setzen. Klar, man wird wissen, dass es bis ganz nach vorne für den Sieg nicht mehr reichen wird. Also warum nicht auf die ideale Gelegenheit warten? Und Copes ist nicht die ideale Gelegenheit. Und das hat man auch bei Rote so erkannt, zieht wieder zurück. Man war eigentlich in der Lage, sich daneben zu setzen, aber Copes, ein Überholmanöver, ist immer mit einem großen, großen Risiko verbunden. Dann lieber hier auf der Hangar Straight. Aber da könnte er vielleicht zu viel Schwung verloren haben. War wieder zu weit weg und so ist es. Schon bei Copes zu dicht dran gewesen, sodass er da Luft lassen musste, um die Kurve ordentlich zu kriegen. Und dann reicht es in den S's nicht, um sich weiter ranzusaugen, um hier ordentlich in den Windschatten zu kommen. Jetzt auf das Startziel. Die beiden gehen jetzt in ihre vorletzte Runde. Lasagnelle auf 9 Sekunden an Hebel dran. Also das wird für Lasagnelle nicht mehr aufgehen, diese Strategie. Da hätte er wohl draußen bleiben müssen mit den Softs, um zumindest den vierten Platz zu holen. Wenn nicht sogar den dritten, denn man sieht, Rote kommt nicht so einfach vorbei an Hunter. Hunter setzt sich hier gut zur Wehr. Aber da wird noch eine Attacke mindestens kommen. Wenn nicht sogar jetzt. Und da kommt sie und da gibt es sogar den Kontakt. Ein Überraschungsangriff von Rote gegen Hunter. Aber Rote lässt Hunter wieder vorbei. Und Rote wird seinen Frontflügel, glaube ich, beschädigt haben. Frage, was passiert bei Hunter? Hunter hat den Schlag mehr seitlich bekommen. Rode, der Verlierer dieses Duells erstmal mit dem Frontflügelschaden. Und jetzt macht Hunter natürlich zu. Nochmal will er sich nicht so überrumpeln lassen. Die Frage natürlich, wer war schuld bei dem Kontakt? Ich würde einfach mal behaupten, ein Rennunfall. Rode kommt in letzter Sekunde oder auf den letzten Metern doch noch raus aus dem Windschatten auf der Bremse. Hunter war natürlich überrascht, ist vorne und will die Linie vorgeben auch. Und dann gibt es den Kontakt. Und sowas passiert dann halt nun mal. Und das Daniel hat die Session aufgegeben. Was da passiert? Abflug! Abflug. Copes dürfte das sein. Vor den S's schmeißt er das Fahrzeug weg. Aber die Reifen sind noch dran. Irgendwas scheint da passiert zu sein. Aber wir gucken weiter nach vorne. Was passiert da? Nils McGrady ist im zweiten Sektor gerade in seiner letzten Runde. Wir gucken auf P2. Also nur noch ein Ferrari hier im Feld. Und Rote direkt dran. Kann trotz seines Flügelschadens den Druck aufrechterhalten auf den Ferrari und setzt sich hier jetzt daneben. Aber außerhalb des Windschattens reicht es dann doch nicht. Jetzt hier wieder die Stelle, wo es eben gerade den Kontakt gab. Außenrum. Jetzt hat Rote natürlich die Innenmarke. Bessere Linie, kann er diese halten? Er hat den Flügelschaden, zieht das Ganze aber durch, eventuell jetzt mit mehr Schwung der Ferrari, aber natürlich auch einen weiteren Weg hier, Anfahrt auf Copes, jetzt sind beide nebeneinander und Hunter steckt zurück, muss zurückstecken, mit den Mediums kann er da nicht ganz gegenhalten. Jetzt in den S ist vielleicht nochmal der Konter, wir gehen nach vorne. Die Zieleinfahrt von Nils McGrady mit einer guten Strategie, Rote ausgestochen und den Sieg nach Hause gefahren. Und Rote sichert sich hier auf der letzten Runde wohl noch den zweiten Platz, nachdem es bei einem Manöver vorher den Kontakt gab. Er fährt Hunter wieder vorbeilässt, sogar mit dem Flügelschaden rausging. Und was macht Rote jetzt? Rote scheint hier ein bisschen zu locker das Ganze angegangen zu sein. Und dann kommt Hunter doch nochmal vorbei und Rote holt sich sogar noch eine 10 Sekunden Strafe ab. Und Hebel, Vierter, abgewogen schon Slobinski, Rohleder und Pulvers. Pulvers natürlich auch auf die 9 vorgerutscht.
jeder einen Platz gewonnen, weil Lasagnel ausgeschieden ist. David Pupka gegen Röni Driver. Da gibt es noch das Duell in der Schikane. Beide gegeneinander. Da gibt es noch die Kontakte. Rad an Rad. Und da gibt es noch den Abschluss. Aber ich glaube, beide haben das hier noch erreicht. Oh, was für eine letzte Kurve von Pupka und Driver. Da wollten beide nicht nachgeben. Und Driver rutscht dann als Sechster über die Linie. Dann dürfte Pupka Siebter sein. Eventuell auch aufgrund der Zeitstrafen. Aber was war da mit Andy Lasagnel los? Schmeißt da Ausfahrt Copes das Fahrzeug weg. Die Reifen waren noch dran. Der Flügel war komplett ab. Eventuell ein elektronisches Problem. So, und wir sehen, Rote, ja, kriegt 13 Sekunden Strafe. Wobei, glaube ich, die 10 Sekunden, ja, zum Schluss, müsste man natürlich nochmal drüber sprechen. Aber auf der Strecke hat Hunter das Ding auch gewonnen. Aber was war da los mit Rote? Das werden wir gleich erfahren. Die beiden sind ja an der Pressekonferenz. Das sah echt so aus, als wenn Rote nochmal vom Gas gegangen ist. Aber gut, wir werden das klären. Eventuell weiß Hunter auch mehr über den Ausfall von Lasagnel. Auf jeden Fall Haas gut gepunktet hinterm Podium. Vierter und Fünfter. Driver vom 10. auf den 6. vorgekommen. Auch zumindest mit einem guten Rennen. Ja. Pulvers im Rennen leider nicht die Pace vom Qualifying im Vergleich zum Fahrerfeld halten können. Allerdings durch den Ausfall von Lasagnel noch auf die 9 vorgerutscht. 2 Punkte, seine 2 ersten WM-Punkte oder Meisterschaftspunkte. Ist ja jetzt gerade eher eine deutsche Meisterschaft als eine Weltmeisterschaft. Ich denke, da kann man zufrieden sein. So. Und wir laden dann jetzt mal zur Pressekonferenz ein. Ein kleiner Bluescreen. So, die Einladungen sind raus. Guten Tag. Bitte nicht solche Ausdrücke im Stream. Aber. Ach, der Franz ist da, ja, der ich glaube, der mag mal dran gewohnt, weil der Hannibal, der macht dann uns immer noch mal kurz okay. Stumm. Ja, ich. Ja, ich guck mal, ich gebe mal Bescheid für den, der das Ganze exportiert nach YouTube, dass er das im Nachhinein nochmal überpiepen soll. Das ist wirklich möglich. Aber jetzt im Livestream war es erstmal von, ja gut, wir haben knapp 20 Zuschauer zu hören, wenn sie denn aufmerksam waren. Falls deine Stimme übertragen war, das ist gleich erstmal die Frage, habt ihr eure Stimme übertragen? Ja, eigentlich schon. Hat sich seit jeher nichts geändert. Gut. Ja, ich frage lieber sicherheitshalber nochmal nach, denn es gibt immer mal wieder Spezialisten, die das vergessen. Ja. So, ich glaube, wir warten noch auf Nils McGrady. Ja, so ist es. Bevor wir dann loslegen können. Hoffen wir mal, dass er kommt, weil ich glaube, in der Vergangenheit ist er auch nicht gekommen.
So, also ich kann mich erinnern, dass McGrady in der Vergangenheit auch schon dabei war. Gerade zum Saisonauftakt, doch. Wo wir das Ganze noch halb auf Englisch, halb auf Deutsch. Da war er der deutsche Vertreter. Ah ja. Ja. Gut. Ansonsten. War denn, aber ging denn alles gut, sag ich mal? Würde ich erstmal anfangen. Seid ihr anwesend, ihr beide? Ja, ja, Franz. Marc, ja, Franz, soll ich anfangen? Ja, warte mal kurz, Marc. Du hörst du den Franz? Marc, weil der wollte gerade anfangen. Dann können wir danach gleich noch quatschen. Ach so. Okay. Ah, jetzt, ich habe gerade auch. Ich dachte für selbst gut. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir soweit, oder? Ja. Wir fangen einfach an. Ist, ob ihr soweit seid oder nicht, denn zur Not führt der Hunter wieder Selbstgespräche, so wie eben. Und dann läuft das. Also, erstmal zum Drittplatzierten. Marc Rothe. Nach der Pole Position 2 Zehntel Vorsprung auf McGrady und am Ende hat es dann doch nur für P3 gereicht. Man hat ja eingangs jetzt schon gehört, du warst im Endeffekt mit deiner Strategie nicht so zufrieden. Also, ja, man hat es im Rennen gesehen, es wurde in der Moderation auch schon angemerkt, dass die Zwei-Stop wahrscheinlich die falsche Variante am Ende dann war. Im Endeffekt ist man schlauer. Aber wie war dein Eindruck? Hättest du auch die 1-Stop durchbringen können? Und was war da mit Hunter los? Warum hast du den Platz doch wieder verloren? Du warst ja schon auf 2 wieder. Warte mal kurz. Du bist nicht zu hören. Ja, muss man in der Party-Einstellung nochmal gucken. Also du warst im Stream nur ganz, ganz, ganz leise zu hören. Das ist aber immer ein Zeichen dafür, dass ich dich nur über, also dass der Stream dich nur über eine Rückkopplung von meinem Mikrofon mitkriegt. Also du wirst in der Party... Nee, du guck mal in den Party-Einstellungen, ob du auf Zulassen hast. Zulassen. Ach so, okay. Gut, dann ist das jetzt geklärt. Also, meine Eingangsfrage hast du sicherlich jetzt noch im Kopf mit Boxenstrategie und Hunter, warum du noch auf 3 zurückgefallen bist wieder, obwohl du schon auf 2 warst. Fang am besten nochmal von vorne an. So viel hattest du jetzt noch nicht erzählt. Ja, 2-Stop, der 1-Stop hätte ich durchbringen können, aber ich habe halt nicht geübt und deswegen habe ich mir gedacht, komm, probiere ich den 2-Stop, weil ich sag mal so, das Setup von dem Auto war auch nicht ideal. Ich habe ziemlich gestruggelt, muss ich ernsthaft zugeben, gegen Nils. Denn ich habe eindeutig gesehen, dass er das eindeutige bessere Setup hatte und mein Auto hat irgendwie die Reifen gefressen. Da habe ich mir gedacht, komm, mache ich einfach den 2-Stop, dann bin ich sicher. War im letzten Endes ja nicht der Fall dann, als ich dann so gedacht habe, ja, wäre doch schlau gewesen, 1-Stop zu machen wegen der langen Boxengasse. Und dann auf 3 zurückgefallen, ja, es war mies, weil ich war halt niedrig an Benzin und ich wollte halt auf der letzten Gerade nicht nochmal Fett benutzen, weil als wir dann über die starken Zielgerade gekommen sind, gerade um den letzten Knick herum, hatte ich kein Benzin mehr und dann wäre es glaube ich schon früher zu Ende gewesen. Deswegen habe ich noch versucht so zu retten, aber der Zweikampf hat Spaß gemacht, das war schon cool. Gut, ja, das ist dann natürlich mal ein nicht ganz so erfreuliches Resümee aus dem Rennen als Ergebnis, dass neben der Boxenstrategie auch noch der Sprit knapp wurde. Erklärt aber die Szenen, die wir dann nochmal zum Schluss von euch beiden gesehen haben. Und ich danke auf jeden Fall dir schon mal für dieses packende Duell bis zum Schluss und auch die faire Geste, Hunter nach dem Kontakt wieder vorbeizulassen. Ja, musste einfach sein. Das ja, war Gentleman-like auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein Wichser. Ja, ich bin jetzt kein Piep. Ja, gut. Das Wort war übrigens auch nicht zu hören, ne? Weil deine Stimme ja noch nicht übertragen war. Ja. Aber gut, ich gratuliere trotzdem zum Podium.
dritter Platz, danke. Wichtige Punkte eingefahren. Dein Teamkollege hat ja auch zum ersten Mal jetzt gepunktet. Als ja, Rookie, so wie du einer auch bist. Also als Team habt ihr heute gut abgesahnt. Kommen wir zu Hunter im Ferrari von Cavallo Vapore. Ja, dein Team, ich glaube, auf deinen Teamkollegen kommen wir gleich nochmal zu sprechen, falls du da nähere Informationen hast. Aber dein Rennen erstmal, Qualifying, zweite Startreihe, knapp hinter Andy. Direkt am Start aber kassiert und dann eigentlich dein Rennen gefahren. Oder wie kann man das sehen? Mit einer sehr sicheren Reifenstrategie, mit den Mediums, als einer der wenigen. Aber im Endeffekt ja, alles aufgegangen. Ja, war gut, ne? Selbst ein bisschen überrascht. Weil ich war mir vorher auch nicht so ganz im Klaren, was ich mache von der Strategie, aber der Marc hat es ja eben schon gesagt, weil man verliert so viel Zeit in der Boxengasse, weil man ja 60 da lang tuckert und dann ist die auch noch so lang, dachte ich mir, dann macht da einen Stopp mehr Sinn, versuche ich es mal mit dem Medium. Ja, und ist super aufgegangen. Also ich habe jetzt eigentlich eher den Dennis Hebbel als meinen Hauptkonkurrenten gesehen, der war ein bisschen weiter hinten, also war da schon mal alles in Ordnung. Der Andi auch nicht so ganz aus seinem normalen Tempo und ja, ich hab ja natürlich noch gehofft, dass der Nils vielleicht auch nochmal reinkommt, aber der ist ja so spät reingefahren, dass er, also bin ich schon von ausgegangen, dass er dann versucht durchzufahren. Ja, und mit dem Marc am Ende war das natürlich schon eine schöne Action. Also ich habe natürlich damit gerechnet, dass er mich holt, weil er dann doch teilweise auf der frischen Reifen dann die 2 Sekunden schneller pro Runde war. Ja, ich wusste glaube ich auch, dass ich bin mir nicht ganz sicher, dass er eine Strafe hatte. Ich meine, hatte da was im Hinterkopf, aber darauf will man sich natürlich nicht verlassen. Und ja, also dass ich da ihn dann noch in der letzten Kurvenkombination dann doch nochmal geholt habe, war natürlich geil. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch für deinen zweiten Platz und für dein gutes Rennen heute. Ja, und auch für das Nicht-Aufstecken, also das Manöver dann zum Schluss, als Rote die Benzinprobleme hatte, muss man sich auch erstmal trauen. Aber hast du Informationen von deinem Teamkollegen? Ist er ausgefallen? In Copes ist er abgeflogen, Flügel war ab. Was genau da passiert ist, weil so wie man das gesehen hat, waren auf jeden Fall die Reifen noch dran, aber anscheinend war das Fahrzeug nicht mehr fahrfähig. Nee, da habe ich jetzt nichts Näheres. Also es war jetzt auch alles wieder relativ schnell zu Ende in der Party eben, weil dann kommt ja meistens schon die Einladung hier von der Pressekonferenz. Ja, hörte sich jetzt auch nicht ganz betrüppelt an, also eher so als ja, abgestempelt weiter geht's. Weil er wohl auch nicht so viel oder nur kurz heute mal trainiert hat und nicht großartig. Ja. Schade, schade. Aber ich glaube, Teamleitung also, sind wir dann, glaube ich, noch einigermaßen dabei. Ja, also auf jeden Fall gut. Du hast da jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jeden Fall erstmal die Fahrerwertung übernommen. Vom Team her seid ihr immer noch gut dabei. Klar, mit deinem zweiten Platz hast du gut Punkte fürs Team gesammelt. Cavallino Vapore hat auch gut Punkte gesammelt. Der Hebel und der Pupka ja auf 4 und 5. Also es bleibt spannend. Mhm. McGrady schließt ja wieder auf. Der ist ja jetzt leider nicht da. Der Sieger des Rennens. Ja. Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Und ob ein Lasagnel eventuell nochmal zu alter Stärke zurückfindet. Da war ja heute strategisch auch nicht alles optimal. Muss man nochmal erwähnen. Der zweite Stop von ihm ist ja weit zurückgefallen. Aber gut, verspricht auf jeden Fall Spannung für die restlichen 4 Rennen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden. Ihr habt ja das Duell zum Schluss, haben wir ja schon erwähnt. Das war wirklich spannend und gerne mehr davon. Und ich denke mal, wir sehen uns dann in 2 Wochen. Oder wir hören uns in 2 Wochen. Ja, würde ich auch sagen. Ne, und dann geht's wieder auf Punktejagd. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Und wenn ihr noch nichts vorhabt, dann geht's auf Siegejagd. So ist richtig. Und wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt weiter, ab 19.40 Uhr startet ja das GT3-Saisonfinale der Königsklasse, also Liga A auf der Nordschleife. Ne, das auch an die Zuschauer. Bist du gut vorbereitet, Frank? Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt mal aus meiner eigenen Tasche so erzählen darf über mein Training, über meine Meisterschaft, ich habe noch nie für eine Strecke so viel trainiert wie in den letzten 2-3 Wochen für die Nordschleife. Und ich muss dazu sagen, ich mag die Nordschleife überhaupt nicht fahren. Sie ist eine geile Strecke, aber selbst fahren nicht. Ja, was ich da an Schweiß reingesteckt habe und auch an Frust zwischenzeitlich,
Ich hoffe, es zahlt sich aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und eigentlich guter Dinge. Aber es ist halt die grüne ja, Hölle und da kann viel passieren. Also schaltet ein, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ne? Das, gut, und ich denke mal, damit verabschiede ich mich auch noch. Ne? Ich wünsche euch, wie gesagt, schönen Abend. Ja. Ihr seid entlassen aus der PK. Ja. Und ja, ich danke. Und auch an die Zuschauer, wie gesagt, der Hinweis gilt natürlich auch euch. Ne, schaltet ruhig ein. Wir haben jetzt noch gut eine halbe Stunde und ein bisschen mehr. Dann sind wir wieder live. Und ich glaube, der Merlin Wolf wird heute streamen oder moderieren mit dem Co., den ich jetzt aber gerade nicht weiß, wer ihn da begleitet. Aber gute Moderation ist auf jeden Fall auch sichergestellt. Ne? Ich verabschiede mich. Bis dann. Bis in 2 Wochen. Ciao.